Gerade Ebbe im Portemonnaie, das zählt nicht, wenn einen der Kontrolleur ohne Fahrschein erwischt. Mit 60 Euro sind Schwarzfahrer demnächst wohl überall dabei. Dennoch, da kostet die im Moment sogenannte Beförderungserschleichung 40 Euro. Ob die Erhöhung der Strafe abschreckende Wirkung hat, wird sich zeigen. Den Fahrscheinkontrolleuren der Dortmunder Stadtwerke wird vermutlich trotzdem nicht so schnell die Arbeit ausgehen. Einmal den Fahrausweis, bitte. Einmal den Fahrausweis. Einmal den Fahrausweis. Ja, Ausweis, genau. Ich habe nicht den Ausweis. Ich wollte gerade fliegen gehen. Andreas Baumgarte und Detlef Kaiser haben einen jungen Mann aufgegriffen. Ein Ticket hat der ebenso wenig wie einen Ausweis. Der Bitte der Kontrolleure, Namen und Anschrift zu Papier zu bringen, folgt der Schwarzfahrer ohne Zögern. Doch nach telefonischer Rücksprache mit dem Meldeamt ist klar, die Angaben sind falsch. Die Adresse stimmt doch nicht, die hier draufsteht. Einmal die Adresse überprüfen machen wir und dann kannst du wieder gehen. Polizei. Um irgendwann vielleicht das Bußgeld von 40 Euro zu bekommen, brauchen die Ticketprüfer der Dortmunder Stadtwerke eine ladungsfähige Anschrift. Und die gibt es nur mit Hilfe der Polizei. Das Gespräch mit den Beamten und den Kontrolleuren auf der Wache hat dem Teenager nicht wirklich gefallen. Adresse haben wir rausgefunden, dank der Polizei. War ein bisschen aggressiv, weil wir hätten ihn alle zugeblabbert. Seine Aussage, bla 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 bla. Rumkommen wären, ja, regulär wären es jetzt 40 Euro, weil er ja auch flüchten wollte bei Eröffnung der Prüfung. Und ich gehe mal davon aus, der wird zu Hause richtig Stress kriegen, vermute ich mal. Rund 4 Millionen Euro Schaden verursachen Schwarzfahrer pro Jahr als Gäste in Bussen und Bahnen der Dortmunder Stadtwerke. Bis zu 40 Kunden ohne oder mit ungültigem Ticket erwischen die Prüfer in einer Schicht. Hartmut Leipold, dem Chef der Kontrolleure, und Thomas Feigl sind zwei Freunde aufgefallen, die beim Erscheinen der beiden Herren von den Stadtwerken noch ganz schnell Fahrscheine ziehen wollten. Nee, jetzt ist es zu spät, da brauche ich aber einen Ausweis. Irgendwas, wo Ihr Name draufsteht. Passport. Bußgeld im Doppelpack. Das Duo auf dem Weg zu Bekannten bleibt trotz der 40-Euro-Strafen völlig gelassen. Es ist schon ziemlich doof, wenn die einen packen. Aber was sollen wir machen? 40 Euro ist nichts. Zack, zack. Kein Problem. Leipold kennt seine Kunden und ist überzeugt, diese beiden Herren werden er oder seine Kollegen wahrscheinlich bald wieder aufschreiben müssen. Die haben das sportlich genommen. Ich denke mal, die sind Teflon-beschichtet, die haben das wahrscheinlich schon öfters erlebt. Die hatten keinerlei Probleme damit. Die haben das bestimmt nicht zum ersten Mal gemacht, werden das auch nicht zum letzten Mal gemacht haben und dann geht das irgendwie vorbei. Rund 40 Ticketprüfer sind im Auftrag der Dortmunder Stadtwerke unterwegs, in Zivil und in Uniform. Rund 30.000 Gäste von Bussen, S- und U-Bahnen werden jährlich um eine Kontrolle ihrer Fahrscheine gebeten. Die wenigsten Schwarzfahrer aber zahlen ihr Bußgeld sofort und in bar. Die Strafen reichen bundesweit nicht aus, um den Einsatz der Prüfer zu finanzieren. Schwarzfahrer sind ein enormes Verlustgeschäft. Von der Anhebung des Bußgeldes auf 60 Euro in diesem Jahr verspricht der Chefkontrolleur sich allerdings kaum Erfolg. Ich habe die Erfahrung schon mal gemacht, als die Erhöhung anstand, damals von 60 Mark, glaube ich, auf 40 Euro. War ja auch deutlich mehr durch den Euro eben halt. Und das hat also nichts ausgemacht. Dass jetzt Fahrgäste jetzt aggressiver geworden wären, kann ich nicht. Abschreckungspotenzial durch die Erhöhung? Ich hoffe. Richtig dran glauben kann ich nicht. Andreas Baumgart hat den nächsten Problemkandidaten. Ach Keule, Mensch, hab doch einen Ausweis bei. Hallo? Ja, guten Tag. Bitte, hier ist die DSW. Was wünschen Sie? Per Handy soll ein Bekannter des Fahrgastes übersetzen. Andreas Baumgart ist genervt, weil er seit Minuten mit dem Mann um dessen Identität kämpft. Der Herr spricht nur ein paar Brocken Deutsch und was die Kontrolleure von ihm wollen, versteht er nicht so wirklich. Hier in Dortmund, die Adresse existiert nicht. Gerade Polizei dran gehabt. Polizei sagt nein. Die Debatte mit dem Bekannten des Schwarzfahrers geht per Handy weiter. Und wenn er die geführte Adresse nicht hat, dann muss ich ihn leider mit der Polizei das eben konfrontieren. Geht nicht anders. Ja, ich gebe ihn mal Ihren Kollegen wieder, ja? Alles klar, jo. Der Mann ist völlig geschafft, kommt von der Frühschicht in einem Warenlager und will nur noch nach Hause und schlafen. Dabei hat er wohl vergessen, ein Ticket zu ziehen. Für Baumgart und Detlef Kaiser ist er damit ein weiterer Schwarzfahrer, den sie auf dieser Tour schnappen. Um allen ein langes Hickhack und Schreibereien zu ersparen, soll der Mann das 40-Euro-Bußgeld sofort bezahlen.
Sie haben noch eine Möglichkeit. Bar. Das Problem ist hier, er hat also erstmal versteht er uns kaum. Dann hat er einen polnischen Ausweis ohne deutsche Adresse. Polizeilich ist er auch hier nicht geführt, geschweige denn, sag ich mal, wohnhaft. Angemeldet ist er auch nicht hier. Dann bleibt uns natürlich jetzt nur noch eins, dass wir das versuchen, dann im Bar zu bekommen. Weil ansonsten würde unsere Deliktabteilung ja auch vor dem Nichts stehen, weil sie ja nicht weiß, wo soll sie anfangen, den Zettel hinzuschicken. Ne? Die Suche nach Bargeld endet im Nirgendwo. Der Mann hat keinen Cent dabei, dafür aber eine Kreditkarte. Begleitschutz der Kontrolleure für einen Schwarzfahrer zum nächsten Bankautomaten. Doch hier scheitern alle Versuche, 40 Euro zu ziehen. Ist nichts drauf. Schade drum. Die Karte ist eine Eurocard und die Eurocard, die ist, ja, das Konto ist platt. Und nervt das euch? Ja, weil... Er war ja erst kooperativ und jetzt die Nummer, ich weiß nicht, was er jetzt hier wieder mit seinem Handy macht, hält nur auf. Ist unnötig. Er kommt aus der Nummer eh nicht raus, ich habe auch seinen Personalausweis. Lass mal gucken, was daraus wird. Lass uns überraschen. Wieder muss der Kollege am Handy ran, um dem Schwarzfahrer zu helfen. Time is money. Ja, amigo, time is money. Die Kontrolleure werden langsam sauer. Weil dieser Fall eine Menge Arbeitszeit kostet, kommen andere Ticketbetrüger ungeschoren davon. Als der Bekannte des übermüdeten Lagerarbeiters endlich mit Bargeld erscheint, ist das für alle Beteiligten wie eine Erlösung. Äußern mag der Retter des Schwarzfahrers sich nicht, weil er sich von der Arbeit weggestohlen hat, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Erleichterung dafür bei den Kontrolleuren. Ich wollte ihn eigentlich sofort von der Polizei überprüfen lassen. Aber ich habe einen guten Tag und dann denke ich mir, okay, die gibt ihm die Chance, sofort zu bezahlen, bevor wir dann hinter dem Geld auch hinterherlaufen müssen. Aber ich finde es schon sehr abgebrüht, dann einfach ohne Ticket in eine Bahn einzusteigen. Der wird wahrscheinlich nicht zum ersten Mal fahren, er kommt jeden Tag zur Arbeit. Und wenn er jeden Tag fährt, auch wenn er nur Tagelöhner ist, hat er dann Geld, um sich ein Monatsticket zu kaufen oder mehr Fahrkarten. Als Beifahrer seines Vorarbeiters ist der Schwarzfahrer nach Hause gekommen. Für den Tagelöhner und für sich hoffen die Kontrolleure, dass der Mann bei der nächsten Fahrt mit S- oder U-Bahn ein gültiges Ticket in der Tasche hat.